Ah, ich habe so einen krassen Flashback gerade, wie wir hier sitzen. Das ist wirklich krass. Also ich denke so an diese ersten Veranstaltungen und die, ja, wie so die Stimmung war. Und ich kann mich daran erinnern, es gab so eine Situation, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, da stand oben ein Klavier und ein Junge hat irgendwie eine Pause genommen oder genutzt oder wie auch immer. Er saß jedenfalls einfach am Klavier mit dem Smartphone auf seinem Oberschenkel und hat irgendwie was gespielt. Und das war so ein total schönes Sinnbild für mich für, die sind halt einfach awesome. So, die sind halt alle die Zukunft. So, es ist halt total angenehm und haben super diverse Interessen und vielleicht muss man auch gar nicht immer einfach was beibringen. So, vielleicht reicht es auch einfach, Raum zu geben. Ich glaube wirklich, dass Jugend halt auch gut als so ein Ort fungiert, wo man einfach gleichgesinnte Leute treffen kann. Es ist ja schon vielleicht, wenn man irgendwie in der Schule ist und dann wird man so ein bisschen vielleicht als Nerd abgestempelt. Und wenn man dann so sieht, so, es gibt noch andere Leute, die so sind wie ich, das kann ja auch einfach eine sehr so identitätsstiftende Sache sein. Also die Mentoren hat es eher in eine Krise gestürzt, anekdotische Evidenz. Aber das gab es nicht nur einmal, das Gespräch, dass ich halt mit einem erwachsenen Mentor draußen stand und die dann gesagt haben, ja, ich werde halt irgendwann einen neuen Job brauchen. So. Und krass, ich bin gar nicht speziell, sondern ich bin eigentlich uralt und jetzt kapiere ich es zum ersten Mal. So. Ja, und die Kids sind halt noch krasser, als ich damals in dem Alter war und genau. So weiter. So, das fiel schon oft. Ja, Mentoren, dann einfach nochmal der Blick aufgemacht wurde, dass es dann nochmal eine Generation gibt, die einfach ja, noch stärker mit Internet aufgewachsen ist, noch stärker befähigt ist, sich selbst Dinge beizubringen. Und die haben dann trotzdem natürlich als MentorInnen ihren ganz starken Wert, aber der hat sich halt verschoben von dem, was sie dachten, Wissensvermittlung, hin zu dem, was sie dann tatsächlich angeboten haben, nämlich Orientierung, Role Model sein und so weiter. Und damit hat sich natürlich auch bei den MentorInnen ganz viel verändert, weil sie haben sie ja selber nie so gesehen. Also das sind ja selber die Leute, die jahrzehntelang darunter gelitten haben, dass ihre Fähigkeiten nicht die sind, die in der Gesellschaft abgefragt werden. Auch das hat sich ja die letzten 10 Jahre massiv, aber auch seit Beginn von Jugendhack zu heute deutlich verändert. Aber quasi plötzlich selbst Role Model zu sein, hat sich, glaube ich, bei vielen schon viel, viel gemacht, also in einem sehr positiven Sinne, wo auch einfach ja, Hierarchien, die wir eh nicht so stark eingezogen haben, aber die noch mal stärker gefallen sind, hin zu Austausch, wo man sieht, wo heute noch Leute, die damals als Jugendliche bei uns waren und andere, die als Mentoren da waren, ganz, ganz eng verbunden sind und Dinge zusammen machen und so. Also das war, glaube ich, auch schon immer ein wichtiger Punkt, dass diese Hierarchien nie so forciert waren und sich immer stärker aufgelöst haben in einem, wir sind eine Community und machen zusammen tolle Dinge, die oft bei Jugendhack gestartet sind. So. Natürlich ist das auch eine politische Aussage, nicht auf so ein Senioritätsprinzip zu setzen und zu sagen, wir haben eine ganz, ganz klare Rollenverteilung und wenn ihr dann alt genug seid, lieber Minderjährige, dann, ne, so, sondern mich stört einfach massiv, wie wenig Raum Kinder und Jugendliche in dieser Gesellschaft einnehmen. So. Und das ist ja auch politisch zu sagen, ja, das ist aber hier übrigens selbstverständlich und übrigens sind die scheiße gut und wir werden halt alle irgendwann sterben und dann sind die dran und dann sind danach die nächsten dran und es geht immer nur weiter. So.